Skoda hat kürzlich fast sein komplettes Modellprogramm überarbeitet und dazu zählt auch das kleinste SUV, der Kamiq. Das Facelift, das haben wir hier stehen, den gibt es aktuell bestellbar zu Preisen ab 33.260 Franken. Und was sich hier so getan hat, das gucken wir uns einmal zusammen an in einem kurzen Walkaround, setzen uns rein und zum Schluss fahren wir auch noch eine Runde. Also, wir fangen an bei der Optik und wie sich's gehört, an der Front, da hat sich der Grill etwas angepasst. Der ist jetzt steiler und er ist etwas flacher, auch etwas eckiger. Und Skoda sagt, das gibt dem Auto eine etwas maskulinere Front, etwas charakterstärker. Die Leuchten haben sich insofern angepasst, als dass die Tagfahrleuchten hier oben jetzt flacher geworden sind. Dafür sind die unteren Teile, also die Hauptscheinwerfer, jetzt etwas gewachsen, sind auch als Matrix-LED-Scheinwerfer zu haben und die sind jetzt eher, ja, mehr oder weniger rechteckig. Unten die Schürze, auch die wurde angepasst. Da gibt es jetzt hier solche kleinen Flügelchen. Hier sind Nebelscheinwerfer integriert. Die sind in der Monte Carlo Version zum Beispiel serienmäßig an Bord. Und hier unten haben wir jetzt eine angepasste Schürze. Das wirkt so ein bisschen, ja, bisschen rustikaler. Das sollte wahrscheinlich einen Unterfahrschutz darstellen, aber damit würde ich jetzt nicht unbedingt ins Gelände. Seitlich haben wir neue Felgenoptionen und zwar drei an der Zahl zwischen 16 und 18 Zoll. Und ansonsten hat sich an der Seite nichts getan. Wir gehen weiter ans Heck. Und da gibt es einen neuen Skoda-Schriftzug hier, den neuen Skoda-Font, den man jetzt über alle Modelle auch ausrollt. Und insofern angepasste Leuchten, als dass diese unteren kleinen Nebelschlussleuchten jetzt hier auch so nach oben gezogen sind und quasi mit den oberen Leuchten so eine, ja, eine Art Halbkreis bilden. Auch hier der hintere Teil der Schürze, der wurde angepasst, so dass wir jetzt auch hier so eine Art Unterfahrschutz haben. Im Kofferraum finden zwischen 400 und 1395 Liter Platz. Und wer Skoda kennt, weiß, dass es hier noch allerlei kleine Nettigkeiten gibt, wie hier ein Netz unten in der Hutablage. Auch hier so eine kleine, so eine Art Hängematte, wo man Sachen reinpacken kann. Hier kleine Taschen seitlich, Haken und so weiter. Einen doppelten Ladeboden und. Also hier kann man sich wirklich ordentlich vertun und vor allem einiges verstauen. Den Innenraum des Kamiq hat Skoda vor allem in Details überarbeitet. Das Augenfälligste, das ist hier eigentlich das neue Lenkrad. Wir haben jetzt hier ein Zweispeichen-Lenkrad, wie wir es zum Beispiel auch schon vom elektrischen Enyaq und so weiter kennen oder auch aus dem gelifteten Scala. Und ich finde, das macht das Ganze ziemlich wertig irgendwie. Und was ich vor allem schön finde, dass es nach wie vor echte Knöpfe gibt. Und was ich vor allem liebe bei Skoda, das sind hier diese metallenen Walzen hier, um hier zum Beispiel auch die Lautstärke oder auch die Musiktracks weiterzuschalten und so weiter. Und das lässt sich einfach wirklich wunderbar bedienen. Hinter dem Lenkrad haben wir ein Digital-Cockpit, das ist serienmäßig an Bord. Da können wir dann zu einer noch umfangreicheren Variante davon upgraden. Wir haben ein 8-Zoll Infotainment-System, optional wie hier ein 9-Zoll Infotainment-System. Darunter eine etwas angepasste Klimaautomatik und zwar ist hier neu, dass es jetzt wieder echte Knöpfe gibt. Vorher waren es ja so Touchflächen und Skoda hat wirklich explizit gesagt, dass man auf die Kundschaft gehört hat und gesagt hat, okay, im Sinne einer besseren Bedienbarkeit machen wir jetzt hier wieder echte Knöpfe mit rein. Dann haben wir noch mal so ein paar kleine Sachen wie mehr oder eine stärkere Ladeschale. Wir haben stärkere USB-C-Steckdosen, 45 statt 15 Watt und so weiter. Und an sich macht das hier einen wirklich guten Eindruck. Wir haben auch neue Materialien, vor allem mehr Recycling-Materialien. Also das ist alles wirklich schön verarbeitet mit schönen Ziernähten. Was man aber halt schon merkt, ist, dass das Cockpit jetzt nicht mehr ganz taufrisch ist. Also es wirkt nicht altbacken, aber wir haben hier zum Beispiel nicht unbedingt die neueste Konzernware in Sachen Infotainment an Bord. Also da ist VW oder der Volkswagen-Konzern einmal schon ein bisschen weiter. Wir haben hier auch noch eine mechanische Handbremse statt so einer kleinen elektromechanischen. Wir haben zum Beispiel kein Head-Up-Display, auch optional nicht. Aber ganz ehrlich, also das ist in der Klasse irgendwie auch ausreichend und vor allem ist halt alles drin, was man irgendwie braucht. Was sich nicht verändert hat, das ist das gute Platzangebot im Kamiq und zwar sowohl vorne als auch hier hinten im Fond. Ich bin 1,83, der Vordersitz ist auf mich eingestellt und ihr seht, ich habe hier wirklich super viel Platz mit meinen Knien, kann mich hier auch echt schön hinlümmeln, kann meine Füße hier unter den Vordersitz packen. Klar, es ist ein Crossover oder SUV und ich habe hier natürlich dann entsprechend auch gut Platz mit meinem Kopf, weil einfach das Dach auch noch mal etwas höher ist. Also hier hinten kann man es wirklich gut aushalten. Klar, wenn man halt häufiger mit vier Erwachsenen unterwegs ist oder die Großfamilie ist oder so, dann sollte man vielleicht etwas höher ins Regal greifen. Aber ich würde mal sagen, für zwei Personen, für Paare oder auch für die Kleinfamilie ist das hier wirklich vollkommen ausreichend.
wenn man denn beim Motorenangebot was Passendes findet, denn da ist die Auswahl etwas eingeschränkt. Es gibt nämlich nur zwei Motoren, und zwar ein 1,5 Liter Turbo-Vierzylinder-Benziner mit 150 PS und 7 Gang DSG oder sowas wie den hier, nämlich ein 1 Liter Benziner mit 116 PS und 6 Gang Handschaltung, wie wir sie hier haben. Es gibt optional auch noch ein 7 Gang DSG. Ich würde euch aber beim kleineren Motor auf jeden Fall die Handschaltung ans Herz legen, abgesehen davon, dass es etwas mehr Spaß macht zu fahren. Ist es auch einfach ein bisschen das bessere Getriebe, finde ich, weil das DSG, das hat eine ziemlich ausgeprägte Anfahrschwäche, und wenn man dann mal schnell von der Ampel wegkommen muss oder aus einer Kreuzung raus oder so, dann braucht das immer einen Moment, bis das Getriebe sich gesammelt hat, auch bei Kickdown, und von daher ist die Handschaltung hier etwas harmonischer. Was es dagegen nicht gibt, das ist Allradantrieb. Der Kamiq, der kommt immer nur mit Vorderradantrieb, aber das ist in der Klasse, denke ich, auch okay. Klar, in der Schweiz wäre Allradantrieb schön. Das ist halt einfach bei uns nochmal ein Verkaufsargument, aber ich würde mal sagen, das ist in der Klasse in Ordnung. Ansonsten, der Fahreindruck, der hat sich eigentlich im Vergleich zum Vor-Facelift nicht wirklich verändert. Ja, also das Auto macht halt einfach wirklich nichts falsch. Es fährt, wie es soll, es tut, was es soll, und von daher ist das eigentlich ein wirklich gutes Alltagsauto. Ein kleiner Tipp: Wenn ihr mit einem Kamiq liebäugelt, dann würde ich euch empfehlen, auch nochmal beim Scala vorbeizugucken. Zu dem Auto haben wir auch ein Video gemacht. Das findet ihr, wenn ihr hier oben klickt. Und den Scala, den hat Skoda auch frisch überarbeitet. Und da findet ihr dieselbe Technik, dieselbe Ausstattung, noch mehr Platz zum günstigeren Preis. Also wenn ihr nicht unbedingt auf eine hohe Sitzposition oder eine etwas höhere Sitzposition Wert legt, dann könntet ihr beim Scala einen durchaus guten Deal auch finden. Ansonsten kann man auch mit dem Kamiq wirklich nicht viel falsch machen. Das soll es mit unserem Video für heute auch gewesen sein. Ich hoffe sehr, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns gerne ein Like da, lasst uns gerne auch ein Abo für den Kanal da. Das wird uns immer sehr freuen. Gerne gesehen ist natürlich immer auch Kritik zum Video, Kritik zum Auto, die ihr dann unten in den Kommentaren lassen könnt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.